Privet, ihr Strahlemännchen. Willkommen zurück zu Stalker Anomaly. So, ich habe jetzt wieder off-cam ein bisschen was gemacht. Hab mir noch ein paar Waffen dazu besorgt. Und zwar einmal noch diesen Granatwerfer. Der ist richtig gut, denke ich mal, zum Ausbomben von vielen Gegnern. Ich habe die Sniper hier noch. Hab ein bisschen Munition dafür. Oh, warte mal. Vielleicht mal ein Schalli drauf. Und es ist gerade sehr laut. Der Regen ist so laut. Meine Güte, wir gehen zum Army Warehouse und machen noch so einen Kill-Auftrag. Oder würde ich einfach mal den Rückweg nehmen über die Dead City und dann vielleicht über Limansk und dann irgendwann zur Skadovsk, zum Schiff oben zu Beard. Ich habe auch den Code für das Labor X18. Ich habe leider online nachschauen müssen, weil das war wohl in der Unterhaltung drin. Da habe ich so einen toten Wissenschaftler in X18 gefunden und da stand der Code. Aber das ist wohl wie in jedem Spiel auch 1243. Nicht sonderlich kompliziert. Kriegt man eigentlich auch so ganz gut hin. Ja, ich habe auch nochmal nachgeschaut. Also der PDA, der hat sehr, sehr gute Informationen. Da sind so viele Sachen drin. Zum Beispiel jetzt alleine schon bei Guides. Hier sieht man dann die Mutanten, die Locations. Das finde ich ganz cool. Da sieht man auch, in welchem Spiel sie vorkommen. Also hier was Cut. Also der wurde aus dem Shadow of Chernobyl rausgenommen und war dann in Clear Sky drin. Der Sumpf. Oh, PDA has no power left. Ich dachte eben schon, was ist denn los? Warum werde ich hier rausgeschmissen? So, dann machen wir einfach mal neue Batteries rein. Ich brauche auch sehr viele Batterien übrigens. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, der Brain Scorcher ist weg. Hey. Oh, Feind. Ein kleiner Feind. Oh, scheiße. Und da liegt die Sau. Die Monolithensau. Ich hatte die Waffe nicht nachgeladen, weil ich die gerade noch abgegradet hatte. So ein Kack. Und es dauert auch ewig, die nachzuladen. Seht mal. Klack. Klack, klack. So lange dauert das. Ja, also die Mobility ist nicht sehr hoch. Dem Teil. Drop. Disassemble. Ja, ansonsten. Drop. Die brauche ich nicht zu disassemblen. Soll ich halt irgendjemand das Zeug hier schnappen, wenn ich es da ablege? Ist mir egal. Hauptsache ich bin nicht wieder überladen. So, und die Assassination ist hier oben übrigens. Da. Den muss ich töten. Und ich werde nochmal ganz kurz. Ne, ich werde nicht bei den Freiheitsstalkern vorbeischauen. Das muss ich nicht. Die sind übrigens, glaube ich, nicht gut Kirschen essen mit mir, warum auch immer. Ich habe anscheinend irgendwie falsch geschaut im PDA oder es ist wirklich so, weil hier bei Relations. Ich bin mit den Freestalkers maximal, 2777. Die Duty ist sehr gut mit mir, aber Freedom, die haben sogar. Naja, es ist Minimum, es ist halt nicht Minus, aber es ist echt nicht gut. Und die Mercenary natürlich, minimal. Warum ist das Militär eigentlich negativ? Ich habe die ganze Zeit Aufträge fürs Militär gemacht, nur mal so. Na gut, eigentlich mehr für die Duty, ne? Als fürs Militär. Haha, das war er. Der VIP für Petrenko. Wie schön, oder? Mit dem Sniper macht's gerade mal so. Und das war's. Oh nein, warte mal, ich glaube die Anomalie, die kommt hier rein in den Turm. Soll ich mich vielleicht gerade mal beeilen? Schnell, so? Oh, Kacke. Wie gesagt, ich glaube die kommt hier rein, die Anomalie, deswegen sollten wir schnell. Ja. Nein, nein, nein. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Hier ist es. Oh, Kacke. Ah! Oh, das war knapp. Wie gesagt, das Teil geht den Turm ganz hoch und dann wieder hier runter. Und dann, wenn man in der Nähe ist, dann bekommt man sehr viel Schaden oder stirbt sofort. Oh! Du Schwein! Blutig etwa? Was ist er denn? Ist aber wieder ein richtig geiles Sauwetter, du. Was?
Noch Signal? Look what we have done. Ich habe mal dich getötet, ja. Schön, ne? Was? Shot one of us. Oh! Die Freedom haben einen Mercenary getötet. Das ist nicht so schlimm. Die Mercenaries sind nicht so schlimm, wenn man die tötet. Oh krass, dann sind die mir echt hinterhergekommen, den Berg hoch, weil die gehört haben, dass ich da abgeballert habe einen. Weil die haben es vermutet zumindest. Mr. Chef. Oh, haben sie natürlich gleich ausgenommen, ihren eigenen Kumpel. Den eigenen Anführer sogar, hä? Hier sind vielleicht ein paar Schlitzbuben. Schlitzspitzbuben, meine ich. Aber dann mal, wenn er jetzt so eine Toss-Bison hat, dann drehe ich ja durch. Nee, eine Rusty. Okay, wir gehen mal zu Dead City, Leute. Es ist gerade so ein schönes Wetter. Das muss ich einfach ausnutzen. Das müssen wir da einfach mal ausnutzen hier. Da ist die Mercs so schlecht auf mich zu sprechen sind, ich weiß gar nicht warum. Ich habe die doch nur jedes Mal abgeknallt im Auftrag hier für die Duty. Verstehe ich jetzt gar nicht. Aber die sind nicht feindlich, das ist schon mal ganz gut. Ihr seid nicht feindlich zu mich. Na Koppel, Friede. Alles gut, Friede. Stutakui. Willst du Arbeit erledigt haben? Hier. Enemy activity in the neighboring area. Squad is tasked engaging him. Looking for someone waiting. Ja. Kann ich machen. Kann ich machen. Hast du noch mehr Arbeit? Nee. Was, im Gebiet? Scouten? Ach hier, sieh mal, da soll ich scouten. Ach gut, das mache ich doch. Bisschen Mercenary-Ruf aufbauen. Das Problem ist halt, jedes Mal, wenn ich die töte, verliere ich den Ruf wahrscheinlich wieder. Aber wenn ich jetzt in die Dead City gehen will, dann wir werden noch den Weg hier vervollständigen ganz kurz. Und zwar hier geht's nach Limansk. In Limansk ist dann hier Red Forest, Dead City und dann muss ich einfach hier runter. Dann bin ich hier im Red Forest. Ja, ich könnte auch einfach, ich könnte einfach jetzt hier geradeaus hochgehen übrigens da. Also auch egal, dann sehen wir ein bisschen was. Und dann gehe ich hier zum Jupiter und im Jupiter muss ich doch was abgeben. Und im Jupiter könnte ich in den Underground oder nach Pripyat direkt schon was. Oder in den Saturn und das ist hier. Und da habe ich dann endlich den Barkeep. Oder wir können ja auch zum Tschernobyl-Reaktor schon mal. Alter. Krasse Sache, was hier jetzt schon alles erreichbar ist. Aber ich will ja natürlich noch ein paar Sachen zeigen. Ich weiß auch nicht, wie die Hauptquest jetzt weitergeht, wenn wir im Saturn waren. Und mit Beard gesprochen haben. Der hat übrigens wirklich den coolsten Bart in der Zone, nur mal so. Also jetzt bin ich ja da, jetzt nicht mehr. Aber er hat schon einen ganz coolen Bart. Ja, so sieht's aus. Ich weiß noch, die Dead City, ich glaube, die war jetzt nur in der Alpha und ansonsten war die nirgendwo. Die sollte, glaube ich, auch in Call of Pripyat bzw. Shadow of Chernobyl, dem ersten, auftauchen, aber wurde dann komplett rausgenommen. Wie so vieles, weil die sind einfach nicht fertig geworden, die Leute. Die sind nicht fertig geworden. Es war so viel, was sie sich vorgenommen hatten. Naja. Dead City. Dead Ass. Oh, da ist aber ganz schön was los mit den Mercs. Na gut, dann mach ich mal die Scouting-Aktion. Wie gesagt, eigentlich sind die ja jetzt gegen mich, die Mercs, aber in Dead City ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn das nicht so ist, weil ich schätze, hier kommen wieder ganz schön fiese Viecher. Was ist das Lenin eigentlich? Müsste Lenin sein, oder? Lenin, ja. Der Held der Sowjetunion. Oh, da. Was soll ich denn hier scouten? Da ist ja gar nichts. Administration. Scheiße, meine Batterie ist ja leer. Aber schnell, bevor er da einer kommt. Das sind Monolithe. Haben die eigentlich so eine gute Ausrüstung? Das ist unglaublich.
Muss aufpassen, bevor jetzt wieder einer kommt und mich angreift. Der war gerade auf dem Klo. Na, die könnten sich überall hier drin verstecken, die Schweine. Aber nicht sehr schmeichelhaft. Wie viele Räume es hier gibt, die könnten dann echt überall drin sein. Das ist ja das Gemeine. Oh nein! Kumpel, tut mir leid. Der hat gar nicht reagiert. Ja, geh doch halt vor. Geh vor jetzt. Geh ich woanders lang. Ich werde, der wird hier gleich abgeknallt. Ich habe kurz nicht gesehen, dass es eine gelbe Farbe ist, weil gelb ist ja okay. Rot ist halt nicht so geil. Das sind dann Feinde natürlich und grün Freunde. Aber ich werde jetzt ja noch mehr Mercs. Monolithe. Mercenaries wäre gar nicht mal so schlecht. Die könnten mir helfen. Das habe ich gesagt. Und da ist er tot. Hat er auf mich geschossen? Okay. Warum die den Kerl erwischt? Противник, его нужно найти. Oh. Bin ich der Granatwerfer? Gut, dass ich schon so einen habe jetzt. Jetzt habe ich zwei. Der hat 60.000 Rubel gekostet. Er muss hier irgendwo drauf gegangen sein. Da liegt er. Was zum Geier? Wo sind die Monolithskis? Warum ist hier keiner? Das gibt's ja gar nicht. Ja, dumm, dass ich die nicht sehe auf meiner Karte. Was hat er jetzt für eine Haltbarkeit eigentlich? Oh, das ist kein Granatwerfer, das ist ein Street Sweeper. Also so eine Trommelschrotflinte, so eine vollautomatische. Gute Sache. Okay, ne, hier sind keine Monolithe drin. Wer hat den abgeknallt? Wahrscheinlich, ja, die sind doch drin, aber ich sehe sie nicht. Die sind ja leider auch nicht blöd. Die wissen zum Beispiel jetzt, dass ich mit der Lampe hier rumleuchte. Den mache ich dann mal lieber aus und das Ding wieder an, auch wenn es eklig aussieht. Ist auch nichts. Geht nicht auf.
Na komm schon. Ihr Schweinebande, ich weiß, dass ihr hier seid. Nur weiß ich nicht genau wo. Mann, das war's. Scouting Expedition geschafft. Es waren nur die beiden hier. Ihr seid mir ein paar Schelme. Übrigens habe ich auch gemerkt, wenn man Geld machen will, es geht sehr, sehr gut, wenn man die Badges verkauft hier. Die geben nämlich, glaube ich, 160 pro. Die Faction Patches oder 130, bin ich ganz sicher. Das verseucht? Nee, Breadcrumbs. Ja, cool. Siehst du mal und schon wieder. Und die einfach frech Radio gehört. Need some help over here. We're getting. Was? Zombies und Jupiter. Ja, ist ja okay. Das kriegt ihr schon hin. Aber hier, das Ding ist halt schon ziemlich geil. Guckt euch das mal an. Da. Trommelmagazin, 6 Stück. Und ich habe noch 12 gekauft. Die habe ich mir jetzt immer zusammengesammelt. Ja, komm, dann werde ich die mal. Drop. Die ist echt ne, ich werde sie sowieso nicht nutzen, komm. Machen wir sie kaputt, die G3. 8 Metallteile kriege ich dafür raus. Ui. Oh nein, ich höre schon wieder. Hier klafft ein Blattsocker. Oh, da geht's noch in den Untergrund. Nee. Oh. Das war jetzt mehr Reaktion als sonst was. Du blöder Penner. Das soll man mal sagen. Wenn man alt wird, nehmen die Reaktionen ab. Kannst du knicken, mein Freund? Für dich reicht's noch. Der Markt. Und ich bin hier zum Glück unter Freunden. Also nicht Freunde, aber auch keine Feinde. Der ist schon mal was wert, ne? Ein Rocket Launcher. Ja, ich rede mit deinem Commander. Starov, Hog, das Wildschwein, wie geht's dir? Machst du Arbeit? Nee, warte mal, erstmal. So, bitteschön. Habe ich da noch Teile für dich? Also, so. Ja, leider keine Tools verfügbar. Hey, Kumpel. Hey, Dashman, ich muss mir Geld borgen. Nee, lass mal. Gibt's Arbeit, die du haben willst? Oh, Army Warehouse, das ist ein Monolith, soll ich töten? Das mache ich doch gerne. Das mache ich doch gerne. Ich muss auch was für die freien Stalker mal erledigen. Oh, der hat eine Steyr, ja. Habe ich auch noch in der Kiste. Immer noch eine ziemlich geile Waffe. Außer, dass die Panzer brechen oder die normalen, die DU. Die Dully Rounds, Magnum Rounds. Man sieht es halt meistens am Preis. Die kosten echt 8000 für ein Päckchen. Päckchen Schuss. Was ist hier für Waffen? Das ist für alle Waffen. Übrigens kann ich die Anzüge jetzt weglassen, weil ich habe hier schön... Für 40.000 habe ich mir 2 Exoskelett-Repair-Units gekauft. Repair-Kits. Das ist richtig teuer, aber das ist, glaube ich, das Einzige, mit dem man die Exosuits reparieren kann. Deswegen werde ich jetzt alles, was für Outfits ist, erstmal verkaufen. Ist auch wieder ein bisschen Gewicht. Lalalala. So, dann haben wir noch. Bogrota. So, ich hab. Die kann ich, glaube ich, verkaufen. Die sind ja für einen Unterlauf Granatwerfer. Habe ich aber keine. Habe ich keine Knarre für oder habe ich keine Waffe für. Hey, ich kann mir die noch kaufen, seht mal. 12.000, das geht sogar. Ist viel Geld, aber auch nicht schlecht. Und hier habe ich mir noch so einen Artefaktbehälter gebaut. Da kann ich bis zu 12 Strahlung mit abhalten. Und ich glaube, es gibt noch eine stärkere Version mit den Profi-Tools. 9mm 45 habe ich keine. Outfits, weg damit. Das ist, glaube ich, Waffe, ja. Gun Oil. Okay. Gut, dann gehe ich erstmal wieder rüber. Wo ist das? Hier. Dann geht's zurück zu den Army Warehouses. Und ich werde mal sehen, ob ich was für die freien Stalker noch machen kann. Aber wie gesagt, die Route steht. Wir wissen jetzt, wie wir da... Warte mal. Hier gibt's noch einen Führer. Da kann mich doch einer irgendwo hinlotsen dann.
Die Frage ist halt, wo überall hin? Macht es einen Unterschied, ob ich das schon mal war in den Gebieten, oder? Oh, 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 wow. Jetzt bin ich ganz runtergefallen. Nein, ich komme nie wieder raus. Oh, da ist noch ein Tunnel. So. Das ist schon gruselig, wenn man überlegt, du gehst hier ein bisschen zu weit geradeaus, zack, fällst du runter, weg. Hat dich nie wieder einer gesehen. Was kann die? Was da drauf war? Ach, das ist der Doktor, der Surgeon. Der Chirurg. Hier geht's ja gar nicht. Sag mal, Kinder, wie komme ich denn jetzt ins nächste Stockwerk? Zu diesem komischen Typen hier. Das ist halt der... Nein, das ist nicht der Doc. Der müsste hier stehen. Aber nicht auf der Ebene, wie gesagt. Da außen eine Möglichkeit hochzukommen. Aber das ist gar keine Ebene, auf der man laufen kann hier. Doch, da ist doch einer. Warte mal. Ah, nicht rennen, nicht rennen. Ich möchte gerne hoch, bitte. Na komm schon, lass mich. Lass mich. Oh. Oh nein. Bitte nicht festhängen irgendwo. Ja, auf jeden Fall, da oben muss mich einer irgendwo hinführen können. Ist egal. Ich guck's dann nächstes Mal, bevor ich jetzt zu viel rumhampel hier. Ich will nämlich noch ein paar Quests abgeben. Andererseits, ich gehe nicht über Limansk. Da ist ja auch eigentlich gar nichts los. Ich gehe über den Red Forest dann. So. Hobo weggeschossen. Hallo. Anomalie. Das ist doch voll gemein, dass das genau hier am Ausgang ist. Die Anomalie hier. Nee, obwohl, das ist unterirdisch. Vergiss es. Das ist woanders. Ich finde das schon krass, die ganzen Schleichwege hier. Das macht echt Laune. Ja, aber warum ist die Freiheit so schlecht gegenüber mir gegenüber eingestellt? Das verstehe ich nicht. Ich war doch immer nett. Nee, ich habe denen wirklich nichts getan. Mal sehen. Vielleicht haben sie mit den Ecologists allgemein ein Problem. Aber gerade die sind doch eigentlich nur Wissenschaftler, die die Zone erforschen wollen. Die tun keinem was. Die sind eigentlich nur gegen Mutanten, beziehungsweise nicht mal das so wirklich, weil sie sich auch wiederum erforschen wollen. So. Ach, den soll ich... Nein, dem soll ich die abgeben. Ich wollte schon sagen, töte ich doch nicht. Wo sind die Monolithen? Hier. Oh, ich muss mich beeilen. Die sind mich gerade auf dem Weg nach unten. Und gehen dann hier zur Basis, aber die werden sie sowieso nicht packen. Der Job ist erledigt. 19.000. Geil. Gibt's jetzt keine... Ah, ich wollte schon sagen. 75. Ja. Wenn du überlegst, bei anderen Fraktionen bin ich schon mehr als freundlich. Da bin ich schon der beste Freund. Und hier bin ich jetzt gerade mal nett. Ich habe gehört, dass jemand ein Kopfgeld auf Igorek Urotoxos Kopf ausgesetzt hat. Urotodox. So heißt er. So, das mache ich am besten mal mit dem Sniper. So, ganz von hier oben. Aber ist er denn? Habe ich ihn erwischt? Oh, oh, oh. Bin ich erwischt? Willst du mich verarschen? Komm auf mich zu? Von wo? Wow! Da hab ich ihn. Arschgeige. Los Arschgeige. Senior. Krass, wie er sich angeschlichen hat. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Na du Penner. Ja, deine speckigen Stiefel kannst du behalten.
Oh, schießt da jemand? Oder war das nur das Rumgeräume von mir? Ich habe, ja, westlich der alten Hütte habe ich keine kleinen Kaliber feuern hören. War das hier? Hey. Arsch. G3, ja. Die haben immer die geilen Waffen. Wie gesagt, eine G3 ist schon nicht schlecht. Und ich habe wieder Dokumente. Dokumentskis. Sehr schön. Hm, Duty. Habt ihr Duties abgeknallt? Das ist auch nicht so nett. Oh, was ist das denn? The Beak. Somber reduced. Aha. So, die ist glaube ich schon Rusty, die ist Worn oder Rusty Modern. Den nehmen wir mit, die Beretta. Oh. Oh. Aber die noch G3. Hätte man sogar noch verkaufen, schätze ich. Mhm. Давай по-хорошему, дружище. Ja, ja, ja. Ist ja gut, Kumpel. Wir sind Freunde. Ich hab die Knarre runtergenommen. Ich hoffe, der macht mir jetzt nichts. Ich hab sogar ein bisschen Muni für dich. Ey, ist ja gut. Aber zielst du immer noch auf mich? Ja, immer noch? Durch die Waffen? Das ist so ätzend. Ist die halt leider weg. Ey, Mann, wir sind Kumpels, oder? Gibt's Arbeit? Oh, ich brauche Marlboro-Zigaretten. Alles klar. Oh, ich habe keine. Dachte, ich hätte Marlboro-Zigaretten dabei. Schade. Hey, Kumpel. Go see the chief. Ja, toll. Warum ist das ein unknown enemy eigentlich? Bin mit denen nicht befeindet, wie gesagt. Oder verfeindet. Слушай, не грузи, а? Ja, ja. Jetzt Arbeit, Medical Supplies, ja. Drug Runner. Muss ich da hin? Dash Coordinates received. Was sind die denn bitte? Na gut, ich mach das. Genau, ich will mich mit dir ein bisschen anfreunden, wie gesagt. Das ist. Ist jetzt kein Muss, aber es wäre schon ganz nett. Und ich möchte auch keinen dir abknallen müssen für die Duty, das ist auch ziemlich scheiße. Hm. Muss ich dafür nur einen töten? Seht mal, der Zeiger. Nee, der zeigt hier, also muss ich die wahrscheinlich alle ausschalten. Möchte ich aber nicht. Gibt's Arbeit? Hab ich nichts. Okay. Ich hab ein paar Teile, bitteschön. Macht der Anzug. Ja, guck mal, 1700 dafür, dass er ganz leicht angeditscht ist. Aber wie gesagt, dafür will ich jetzt nicht meine tollen Repair-Kits verwenden. So, hier habe ich kein Geld. Nee. Ah, der braucht Tools. Okay. Er braucht erst Tools, dass er mir das reparieren kann. Der ist noch nicht so weit. Hey, hör mich wohin. Cordon Janov? Janov? Ich habe meine Meinung geändert. Im Janov war ich noch gar nicht. Nee, warte mal, ich brauche ja eigentlich nur noch den Händler. Der Janov. Mhm. So. Warte mal, wie lange dauert es denn noch, bis ich irgendwo hinkomme? Ansonsten, Leute, ich verkaufe wieder was, dann springe ich nochmal kurz ins dunkle Tal. Ah, Labor X18, da sind wir wieder. Ja, liegt immer noch ein Toter rum hier. Ja, alles. Alles so wie es gehabt, wie wir es kennen. Wie gehabt. Na gut. Wir gehen mal weiter runter, weil ich müsste jetzt eigentlich, wie gesagt, den Code haben, um hier weiterzukommen. Und genau hinter dieser Tür geht's weiter. Oder war das die? Warte mal. Nee. 1, 2, 4, 3. Ja, das ist richtig. Cool, ne? Und direkt ist hier ein Poltergeist irgendwo oder sonst was. Oh no!
Ich hoffe, hier unten lohnt es sich, hinzugehen. Ah! Was war das denn? War das so ein Psy-Sucker? Psy-Mother-Trucker. Ja, komm. Das ist nichts mehr. Nichts Nützliches. Will ich nochmal stark bezweifeln. Ah, verdammt. Oh, diese Mistkerle. Diese blöden Mistkerle. Oh, ich hab dich. Das ist immer... Wow, was ist jetzt? Oh nein. Nicht noch so einer. Au! Noch einer. Oh nein! Was bist du denn? Alter Schwede! Nein. Nein. Jetzt reicht's aber auch mal. Wie viel Zeug fliegt hier noch durch die Gegend? Was bist du schon wieder? Das ist ein Zombie? Das ist doch kein ganz normaler Zombie. Das ist auf jeden Fall ein Superstrahlemännchen-Zombie. Oh ne, mit Feuer habe ich so ein bisschen Probleme, Leute. Mit Feuer möchte ich ehrlich gesagt nicht so viel zu tun haben. So, was haben wir denn hier? Wieder kein Artefakt-Ski. Aha. Weit so schlecht hier drin alles. Ja, ich mag euch auch. Ihr Gravitationsanomalien. Aber hier könnte ein Artefakt sein. Ich sehe schon, was da liegen. Da liegt doch was. Au. Da liegt eins. Au. Ist kein Stash. Oh, shit. Nee, ist echt kein Stash. Warte mal, ich werde mal kurz den anderen Detektor rauspacken. Ja, da sieht man nämlich schon, wo ich überall nicht durchgehen sollte. Alles klar, hier ist die fiese Anomalie. Die Gravitation. Schade, dass die halt nur die Anomalien anzeigen, diese Detektoren. Und nichts anderes. Tja, nee, da gehe ich nicht durch. Das kannst du mal vergessen. Freundchen, das kannst du mal vergessen. Oh. Das ist ein Fractured. Wo ist mein Messer? Das gibt's doch nicht. Mein Messer ist mir irgendwo aus der Hand gefallen. Stimmt, hier bei dem Schlotz. 100%ig. Da ist es. Au. Das macht man manchmal lustigerweise, dass man einfach seinen Kram fallen lässt, wenn man von Anomalie Schaden bekommt. Oh, so, jetzt alles klar. Oh, was? The knife is in very bad condition. Nein! Mein Messer! Warum? Nur weil es mir runtergefallen ist. Oh, was ein Mist. Das ist nur, weil es mir in die Säure gefallen ist und da eine Zeit lang lag. Das ist ärgerlich. Jetzt habe ich nicht mehr ein Messer, um Sachen auseinanderzunehmen. Oh mein Gott. Vielleicht hätte ich den Part doch nicht so lang machen sollen jetzt.
Nein, Mistviecher. Ich hab Angst. Ich hab so eine ganz schlimme Vermutung gerade. Oh ja. Das ist tot. Jim. Das war, glaube ich, ein Pseudo-Giant. Und gut, dass ich meinen Granatwerfer dabei hatte. Ah, wie lange das zum Nachladen dauert, aber es ist ja auch eine sehr mächtige Waffe, muss man sagen. Okay, das war's doch. Was denn? Das Schlimme ist, ich kann das jetzt nicht mal... Hat er noch was geschossen? Ich kann das Vieh jetzt nicht mal auseinandernehmen. Oh, da liegt ein toter Wissenschaftler. Oh! Wie heißt der? Rokotansky. Das ist ein Ecologist. Das ist ein Rockstar. Also war ein Rockstar, oder wie? Rokotansky. Ja, need a knife. Ach, scheiß. Oh nein. Oh nein, da hat das wieder Feuer. Mist. Oh, warum habe ich kein Messer? Warum habe ich jetzt kein Messer mehr? Jetzt kann ich nicht da reinpacken. Es nervt mich, dass ich halt nur Sachen über 10% jetzt reparieren kann. Ja, was soll's. Oh, war das ein Rucksack? Ja. Bitte nicht schon wieder irgendwas Fieses, was mich jetzt angreift mit Psycho-Kram. Aha. Was war das schon wieder? Oh, ich hab ja einen Meat Chunk. Warte. Hallo? Kann ich bitte... Meat Chunk da rein, danke. Oh, 466, das ist aber nicht gut. Aber das reicht. Ich glaube, so ein Kautabak reicht, in der Regel. Oh. In very bad condition. Das ist so frech. Das ist so frech. Ich mach jetzt alles kaputt, was Gewicht hat. Jetzt esse ich noch eine Dose Fleisch. Trink noch ein Schlückchen Wasser dazu. Dann ist alles gut. Oh, seht mal da. Das ist das alte Entwicklerteam oder das neue? Playboy. Okay. Leute, wir machen hier nächstes Mal weiter. Oh oh. Oh oh. Ja, das soll reichen, weil der Part ist jetzt echt lang genug. Sogar länger, als ich ihn machen wollte. Ich wollte halt nur noch ein bisschen was drin haben, was etwas Spannung bringt. Na gut, vielleicht war die Dead City auch spannend genug. Ist ja auch wurscht. Ich danke euch sehr fürs Zusehen, Leute. Wäre schön, wenn ihr wieder reinschaut nächstes Mal zu Stokerovic. Und mir den Brugarovic. Lasst mir auf jeden Fall noch ein paar Likes da und ja, schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Würde mich freuen. Ich hole die Kommentare übrigens nach. Ich war ja nicht da die Tage jetzt. Aber das mache ich. Danke. Tschüss. Macht's gut.